So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir das Kapitel mit Sers und Venil abgeschlossen und sind jetzt wieder hier bei Lightning und Hope in Palumpolum. Und ich habe es im letzten Part ja auch schon mal ganz am Schluss gesagt, das ist storytechnisch ja wirklich mein Lieblingschapter. So, und jetzt gleich am Anfang werden wir mal schauen, was wir für neue Fähigkeiten dazu bekommen haben, beziehungsweise ob wir überhaupt was dazu bekommen haben beim Heiler, bei Lightning auf jeden Fall schon mal nichts. Ja, sie hat hier schon mal das Beben. Beim Brecher, beim Verheerer haben wir Blitzra. Ich glaube, sie hat leider noch überhaupt keine Flächenmagie. Werde ich gleich mal nachschauen. Und beim Heiler ist auch nichts weiter. Okay, wie schaut es dann bei Hope aus? Also ich verteile jetzt im ersten Moment noch nichts. Ich muss da erst noch ein bisschen was kontrollieren. Also beim Augmentor, ja, haben wir noch die anderen Elemente, also die Ex-Version davon. Oh, ja, Medica und Vitra. Das ist auf jeden Fall schon mal Pflicht. Und beim Verheerer auch nichts. Okay, dann ist bei Hope einmal der Heiler angesagt. Jetzt werde ich mal schauen, was hat Lightning schon Flächenmagie? Nein, hat sie nicht. Okay, dann ist bei Lightning Pflicht erstmal Blitzra. Das sind recht teuer. Ich glaube, ich gehe aber noch für Eis einfach, dass ich mehr Auswahl bei der, beziehungsweise eine größere Mü wie sag ich denn? Ach, mehr Möglichkeiten einfach bei den Elementen habe. Und bei Hope, ja, beim Heiler hier Vitra und Medica ist Pflicht. So, dann werde ich bei Lightning jetzt noch auf jeden Fall Beben holen. Das ist hier oben, oder? Yep. Genau. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, schaffen wir nicht ganz. Gut, aber das ist dann das nächste Ziel. Ja, und bei Hope, ja, gehen wir jetzt auf den Augmentor. Ja, Ex-Aqua und Ex-Blitz noch. Dann haben wir da auch alles. Ja, gut. Dann investieren wir den Rest noch gleich in den Verheerer. Ja, da fahren wir gut damit, denke ich mal. So, wir haben hier noch beim Tulpia noch einen Carbonreifen bekommen. Also, wir haben hier noch Persönlichkeiten. Ah, genau, den haben wir gerade in der letzten Cutscene noch gesehen, also im letzten Part noch. Kommandant Young Rosh ist ein Offizier des Psycoms. Unter schwierigen Bedingungen schaffte er es auf die Offizierschule, die er als Zweitbester seines Jahrgangs nach Schillnabad abschloss. Schnell machte er sich einen Namen als mutiger Monsterjäger und fähiger Anführer und stieg bereits in jungen Jahren zum Kommandanten auf. Als ihm der Schutz von Palumpolum gegen die Lesir anvertraut wird, überwindet er den Stolz des Psycoms und forciert eine Zusammenarbeit mit der Schutzgarde. Er ist zu allem bereit, um den Erfolg der Operation zu gewährleisten. Okay, da wissen wir schon mal, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Okay, dann hier noch, das ist von den Kapiteln noch die Schreibungen, aber das kennen wir ja eigentlich alles, was hier passiert. Okay, mal schauen, was haben wir für Paradigmen? Das sind dieselben wie die wir noch im Lichterwald hatten. Gut, dann lassen wir das mal so. Lightning geben wir jetzt anstatt des Silberreifs gleich mal den Carbonreif. Einfach nur, dass er da noch ein bisschen mehr TP hat. Okay. Wir haben jetzt diesen. Wo haben wir denn hier? Okay, Fließring haben wir jetzt. Also wir haben Wasserring, der gibt 20% Fließring, 25% mehr Wasserresistenz und beim Donnerkeilring auch 25% Blitzresistenz. Also die haben wir ja bekommen, als wir Enki und Enlil besiegt haben. Puh, okay, dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns hier ins Getümmel. Also dann schnappen wir uns mal gleich die ersten Gegner hier. Ich glaube, das sind Schutzgardisten, wenn ich mich nicht täusche. Gleich mal Analyse und nicht beschwören. So. Analyse, ja, Gardist-Sicherheit. Ja, Blitzschwäche, das ist für Lightning natürlich optimal. Na gut, sie greift zwar jetzt nicht magisch an, aber naja. Ja, die halten gut was aus. So. Jetzt den noch. Hier gibt es auf jeden Fall auch schon recht bald einen Gegner, bei dem wir aufpassen müssen. Es kann nämlich sein, dass der uns trotz guter Werte und schon sehr weiten Kristallium trotzdem sehr viel Schaden machen kann. Bin ich mir nicht sicher, wo genau der kommt, aber ich glaube tatsächlich schon recht bald. So. Ja, die stehen perfekt zusammen. Kann man schön einen Umschlag reinhauen. Das Ganze noch einmal.
Ich glaube, ja, Lightning hat ja schon die Doppelattacke, stimmt ja, das haben wir ja schon in Lichterwald bekommen. Genau, macht sie den Sprung nach oben und dann ist die Attacke ein bisschen gestärkt. So, wie viel geben die eigentlich? Ja, 96, ist nicht unbedingt viel. Aber was ich mal nachschauen könnte, es könnte nämlich sein, dass die uns Komponenten zum Verkaufen geben. Das ist bei den Soldaten gerne mal der Fall. Also sie geben Phönixfeder auf jeden Fall, gut, das andere wissen wir noch nicht. Aber das werden wir, denke ich mal, bald erfahren. So, genau, jetzt hier durch, aber das habe ich gar nicht geschaut, ob es hier noch irgendwie Schatzkisten gibt. Ach, da müssen wir runter. Ach so, okay. Gut, dann kann ich ja doch mal hier hinterschauen. Ja, stimmt, hier war was. Genau, was haben wir hier? Glasfaserkarte. Damit können wir Waffen recht gut verbessern. Ich glaube, da hatten wir schon mal welche und die geben sehr gute Erfahrungspunkte für die Waffen. Werde ich aber mal überlegen, wem ich das gebe. Vielleicht hebe ich es ja sogar für Vinilo oder Sass auf. Werden wir mal schauen müssen. Aber das alles zu seiner Zeit. Oh, da ist eine ganz schön fette Maschine da. Dieses orange Teil, ja. Vielleicht. Hoffentlich greift es das erstmal nicht an. So, hier ist noch was. Ich glaube, wir sind jetzt sogar unter diesem Teil. Da ist was Oranges. Das könnte das sein. Gut, da kommen ein paar Schutzgardisten. Da werde ich jetzt gleich nochmal Analyse wirken. Einfach nur, um zu wissen. Ach nee, das ist ein anderer. Also die mit den Schusswaffen. Es würde mich mal interessieren, ob die hier, wie heißen die Dinger? Booster fallen lassen. Weil Booster, das sind die wir verkaufen können. Ja, ich mache direkt zweimal Analyse, weil die Metapunkte, die haben wir noch. Oh, der macht Aquara. Okay. Ja, seltener Schatz, Booster. Perfekt. Wenn wir Glück haben, dann kriegen wir da vielleicht einen oder anderen. Dann können wir mal wieder ein bisschen was verkaufen. Das ist durchaus mal angebracht. Einfach, wir brauchen sie langsam auch mal ein bisschen Komponenten. So. Aber bisher, ja gut, ein Vitalisator. Ich glaube, die können, also wie Subsidien, die können von jedem Gegner fallen gelassen werden. Das weiß ich aber nicht sicher. So, genau, jetzt auf den da hinten nochmal Analyse drauf. Sicherheit, genau. Die hauen ja alle mit Wassermagie um sich. So. Der hier und Hopes Attacken werden den jetzt noch gar erledigen. Oder auch nicht, wenn Hope nicht angreift. So. Und ja, genau. So. Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ob der jetzt auch Booster gibt. Müssen wir nur hoffen, dass wir hier eine 5-Sterne-Wertung bekommen. Weil das wird dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir hier Schätze bekommen. So, Schock. Nachsetzen. Und genau, erledigt. Na, gar nichts. Super. Also ich nehme mal an, der andere wird auch uns Booster geben, bin ich mir ziemlich sicher. Sturmtruppensicherheit. Ja, Booster. Wenn wir Glück haben, bekommen wir das ein oder andere. Ja, Weihwasser, wir brauchten das schon. Das haben wir gerade bekommen, oder? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Halt Fluch vom Gefährten. Fluch, das ist ein Negativzustand, das ist das Pendant zu Vigilanz. Sorgt dafür, dass wir leichter zurückschrecken, wenn wir von Attacken von Gegnern getroffen werden. Okay, da hätten wir die Gegner umgehen können, aber na gut, das ist eigentlich Quatsch. Weil ich möchte dann doch schon gegen die kämpfen, einfach nur, um eventuell Booster zu bekommen und um was zu verkaufen zu haben. Okay, und hier ist der angesprochene Gegner, bei dem ich gedacht habe, der wird ziemlich übel. Als ich das letzte Mal dieses hier das Spiel durchgespielt habe, bin ich an dieser Stelle, ich glaube, zweimal besiegt worden, bis ich den Gegner dann... Ich glaube, ich bin ihm dann sogar aus dem Weg gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Weil ich einfach nicht hinbekommen habe. Okay, werden wir mal schauen. Ich probiere es auf jeden Fall. Na komm. Junge, greif an. So. Okay, wir werden jetzt gleich am Anfang darauf bauen, dass Hope uns hier... wir brauchen Protest auf allen beiden. Und ich hoffe mal, dass Hope sich direkt selber auch Protest gibt. So, einmal heilen. So. Weil das sieht jetzt nach echt wenig Schaden aus, aber sobald er seinen Spezialangriff einsetzt, ist es vorbei. Ich glaube, dann schaffen wir den Kampf auf keinen Fall. So, ich greife nochmal an und dann gehe jetzt direkt auf Doppelsequenz. Weil den müssen wir so schnell wie möglich schocken. Oh nein, ich glaube, das war's.
Hopp, 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 hopp. Das war's. Es ist passiert. Das erste Mal besiegt und wieder beim gleichen Gegner, wie beim, als ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ja, jetzt seht ihr auch mal den Game Over Screen. Und jetzt, ja, seht ihr auch, was ich meine, wenn ich sage, dass diese Gegner, diese Gleiter, extrem heftig sind. Ich glaube beim letzten Mal, nee, ich bin ihm nicht aus dem Weg gegangen, ich habe dann Subsidien benutzt. Nee, dann gehen wir auf Extermination. Ja, ich werde den Gegner nicht aus dem Weg gehen, ich werde ihn besiegen. Und dafür benutze ich jetzt halt alles. So wie bei Odin damals. Apropos Odin, ich könnte auch Odin beschwören, aber ich glaube, das wäre dann wieder ein bisschen zu heftig. Übrigens, was passiert, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt Odin draußen haben, aber wir besiegt werden, dann ist der Kampf nicht verloren, dann wird einfach, dann benutzt Odin eine Fähigkeit, Erzengel, wenn ich mich nicht täusche, aber dann verschwindet er auch. Also unsere TP sind dann wieder voll und ich glaube, wir haben sogar dann einen Positivzustand, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, dann können wir kein Metamorph mehr benutzen und der Kampf und er ist halt weg. So. So, wir bleiben jetzt auf Doppelsequenz und schocken ihn so schnell es geht, weil dann kann er seinen Spezialangriff nicht mehr machen. Genau, und jetzt erledigen wir ihn. Da. Tja. Aber ich habe das jetzt schon oft gesagt, dass der Gegner ist übel und bei den Gegnern müssen wir uns in Acht nehmen und bla bla bla. Aber jetzt in Kapitel 7, glaube ich, ist es das erste Mal, dass es tatsächlich passiert ist, dass uns so ein Gegner dann besiegt. Oh, aber er lässt Glasfaserkabel fallen, das ist natürlich nicht schlecht. Waffensysteme, schauen wir nochmal drauf. KG Falke, Digitalschaltkreis und Glasfaserkabel. Ja, aber... Doch, die sind schon übel, die Teile. Da muss man schon wahnsinnig aufpassen. Also gerade, wenn man keinen Verteidiger hat. Also wenn man gegen die Teile einen Verteidiger im Team hat, dann geht das, dann kriegt man das hin. Aber sonst ist es wirklich nicht, ist es wirklich nicht leicht. Also, ich meine, ihr habt ja gerade gesehen. Ich meine, Hope hätte vielleicht rechtzeitig zweimal Vita auf Lightning einsetzen müssen, dass es halt geklappt hätte. Aber anders wäre das, hätte das nicht funktioniert. Nee. Gut, und jetzt sind wir hier in so einer unterirdischen Anlage. Also die sind echt riesig. Schaut echt fett aus. Gut, da ist eine Speicherstation, aber die benutzen wir mal nicht. Don't worry, it'll be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvass the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Gut, da kann ich mir vorstellen, dass ich Hope hier vielleicht nicht unbedingt reingetraut hat weiter. Weil es schaut auch nicht so sicher aus hier alles. Gut. Ja, aber da müssen wir jetzt immer hier diese Plattformen bewegen. Genau, ich glaube, diesen Part, den mochte ich gar nicht mal so sehr. Einfach, ich glaube, wegen diesen ganzen Plattformen, das dauert immer ziemlich lange, bis man das... bis diese Plattformen dann wieder zu einem hingefahren sind und bis wir dann auf die andere Seite gefahren sind und so weiter. Aber gut. Kommen auch ein paar neue Gegner. Habe ich das richtige, ja, richtige Paradigma ist eingestellt. Das hier ist übrigens, ein 4C. Karfunkel heißt der, aber ich glaube, das kommt dann später nochmal. Aber das kann man schon mal. Kann ich schon mal sagen. Gut, Sunny Pudding. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, können die Kollegen ihre Verbündeten heilen. Werdet ihr gleich sehen? Ja, genau. Rettung, der wird jetzt seinen Partner hier heilen. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns. Weil dann greift der andere uns nämlich nicht an. Aber die machen echt viel Schaden, wenn ich das mal sagen kann. Genau, bei denen bietet es sich an, Rundumschlag einzusetzen. Weil dann fangen die an, sich gegenseitig zu heilen und keiner greift uns mehr an. Und spätestens, wenn einer von den beiden im Schock ist, dann ist der, ist der rasend schnell weg. Und dann ist der Kampf eigentlich recht schnell geschafft. So. So. Und die staggern auch anscheinend recht leicht, das ist super. Gut.
128 Kristallpunkte für zwei von den Gegnern, das ist echt nicht schlecht. So, und da haben wir auch, ja, eine mechanische Schuppenbestie. Knüpfen wir uns die gleich mal vor. Ich möchte mal dasselbe Paradigma-Prinzip wie bei Sass und Vinyl halt, anstatt den Manipulator, den, Moment, das ist dasselbe. Oder? Was habe ich nochmal bei Störzacke? War doch Manipulator und Brecher, genau. Ja, dasselbe Prinzip halt nur, hier Brecher und Argumentor. Dass ich angreifen kann und den Schock schon mal ein bisschen festigen und in der Zeit macht Hope hier schon mal ein paar Positivzustände. Also wir werden hier, ich denke mal, nur Protest brauchen. Obwohl, ich bin mir bei einer Attacke von denen nicht ganz sicher. Führt mich. Oh, magisch-physische Hybridattacken. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich Walum und Protest. Weil wir werden nicht drum rumkommen, dass er den Angriff mindestens einmal einsetzt. Aber ich glaube, wenn Walum noch drauf ist, dann macht es noch weniger Schaden. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Na, der widersteht sogar unseren Angriffen. Ja, sieht man ja nur 48 Schaden. Dann gehen wir auf Praktikularattacke, dass Hope vielleicht mal vielleicht einmal Vitra rausholt, obwohl wir sind beide im grünen Bereich. Dann können wir eigentlich jetzt mal in die Offensive gehen. Sturmgeschoss. Ja, es macht gar nicht mal so viel Schaden. Wir haben ja Protest und Walum drin. Müssen uns, denke ich mal, nicht so viel Sorgen machen. Mit mache ich mal Praktikularattacke, einfach dass Hopes Gesundheit wieder voll ist. Und dann gehen wir weiter auf Doppelsequenz. Genau. Ja, Lightning ist ja auch noch gut dabei mit den TP. Gut, den schocken wir jetzt und dann müsste er eigentlich so gut wie im Eimer sein. So, gehen wir auf Extermination. Genau, Hope schocken den schnell. Okay, jetzt alles auf normal. So, nachsetzen. Wie Schaden macht das? Ja, sehr gut. Gut, noch ein ATW-Balken und dann ist der Kampf auch geschafft. Ja, hier im Palumpolum, da laufen einige große Geschosse rum. Da werden wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen müssen. Ja, das war sogar ein bisschen langsam, nur 3 Sterne. Jetzt könnte ich trotzdem mal nachschauen, wie viel... nicht wie viel, sondern was für Komponenten der eigentlich gibt. Ob wir, wenn wir das schon haben... Ja, Knochenpanzer, Eisenpanzer, das ist genau dasselbe wie bei der Schuppenbestie. Also nicht so interessant für uns. So, bei den nächsten, wenn die nächsten Sunny-Pudings kommen... Oh, ich glaube, es ist... Der Fossil für die Nahrungsmittelproduktion, genau. Name's Carbuncle. That's one of our enemies, being Sanctum and all. So, kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. Das ist wohl wahr. Also ich habe auch keinen Bock, hungrig zu sein. Und ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Gut, ja, die VC. Karfunkel. Karfunkel ist auch ein beliebter Name für in Final Fantasy. Ich glaube, es gibt auch einen Esper, der Karfunkel heißt, aber der kommt hier gar nicht vor. Obwohl, ich glaube doch, er kommt mal vor. Aber halt nicht als richtiges Wesen, sondern als Stofftier sieht man es mal. Ich werd euch sagen, sobald man es mal sieht. Der Falsi Karfunkel ist ein Sanctum-Falsi, der für die Lebensmittelproduktion zuständig ist. In einem Höhlensystem unter Palumpolum betreibt er eine große unterirdische Pflanzenzuchtanlage. Ein ausgeklügeltes System aus beweglichen Feldern künstlicher Beleuchtung und vollautomatischer Bewässerung sorgt für optimale Bedingungen und schnelles Wachstum. Produziert werden sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel. Okay, also von... Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, diese Plattformen sind sowas wie diese Zuchtanlagen. Ich möchte mal kurz da reinschauen. Ja, schaut aber eigentlich ziemlich leer aus. Oder sind diese Kreise, diese rundlichen Teile dort unten, sind das vielleicht Pflanzen? Ach, ich habe keine Ahnung. Könnte sein. Aber wir beschäftigen uns nicht so viel damit und gehen hier lieber mal weiter. Oh, mir fällt jetzt gerade erst auf, was für geile Musik hier eigentlich im Hintergrund ist.
So, Sunny Pudding, da kann ich jetzt gleich auch mal nachschauen, was die uns für Komponenten geben. Das würde ich auch mal ganz gerne wissen. Schwabbelschleim und ja, Regenbogengelee. Gut, das ist nicht schlecht. Jetzt werde ich mal schauen, dass wir den einen mal angreifen und dann direkt den anderen. Dass die sich wieder gegenseitig heilen. So. Oh, ich bin noch auf Stärkungsattacke, fällt mir gerade auf. Das kostet uns jetzt natürlich ordentlich Zeit. Ja, und Schlag, komm schon. So. Haben wir beide getroffen? Ja, haben wir. Fangen wir an, sich gegenseitig zu heilen. Optimal. So, Rundumschlag. So, einer ist weg. Und jetzt noch den. Optimal. Jetzt muss ich nur dran denken, dass ich das wieder einstellen. Einen Protektor haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, Extermination. Gut. Gehen wir mal weiter. Also ich glaube, wir müssen es noch nicht ins Kristallium gehen, also mit 730 Kristallpunkten. Das lohnt sich noch nicht. Ich denke mal, ja, bei 1000 können wir vielleicht nicht drüber reden. Aber jetzt sind es noch ein bisschen zu wenig dafür, denke ich. Ich glaube, das wäre hin und wieder ganz schön. Also bei so einer Stelle zum Beispiel, während man so hochfährt, ins Menü gehen, kurz ein paar Kristallpunkte verteilen. Und wenn man dann wieder aus dem Menü rausgeht, ist man schon oben. Aber leider geht das nicht. Naja. Schade, aber naja, was müssen wir machen? Sind ja auch nur ein paar Sekunden. Gut, okay, da ist wieder so eine Schuppenbestie. Ich denke diesmal, ja, ich probiere es diesmal. Ich gehe diesmal voll in die Offensive, ohne hier Stärkungsattacke. Auch wenn der hier der Photonenschuss, glaube ich, was. Auch wenn der ordentlich Schaden machen wird, aber ich probiere das einfach mal aus. Ah, Photonengeschoss. So, direkt Doppelsequenz. Werden wir mal sehen, wie viel Schaden das macht. Notfalls können wir auch heilen. Okay, ja, bei Hope fast die Hälfte. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. So eine Doppelsequenz-Praktikularattacke. So, jetzt gehen wir auf Praktikularattacke. Hope heilt uns beide hoch. Und dann, genau, einmal, ich kann einmal angreifen, stabilisiere den Schock weiter und dann können wir weiter mit Doppelsequenz angreifen. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel Schaden das war. Also war das jetzt die Hälfte von dem, was Lightning hat? Okay, ja, ich heile lieber mal, das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. So, schocken wir ihn noch. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht mehr heilen. So, ich treibe den Schock noch ein bisschen hoch. Genau, ja, fast bei 300, das reicht eigentlich. So, Schwächen hat er ja keine, genau. Zack, zack und erledigt. Ja, 1600 Schaden, glaube ich, war das gerade. Das ist schon in Ordnung. Okay, und diesmal war es ein Stern mehr. Ja, war, glaube ich, trotzdem nicht optimal, aber gut. Das passt. Look at us. Pulselessly. Using a sanctum fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light and water, it's all from the fallacy. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches, parasites. You think? They protect us, nurture us. They take care of, well, normal people. They treat us like we're special. Almost like, like we're pets. So blind. I was born into a Falci world, raised on a Falci leash. It was the only life I knew how to live. When it was taken from me, I was completely lost. Without a master to follow, my life had no purpose. Hope. Listen to me. This Lassie curse,
It took everything from me. My future. My dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope. You got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! What? You can't do this. You can't just build something up like that, then abandon me. I won't abandon you. I won't. So, gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was erfahren, warum Lightning die ganze Zeit so, wie sagt man denn, so unbedingt weiterkämpfen wollte. Naja, das macht Sinn. Sie konnte dadurch alles andere ausblenden und sich nicht damit eigentlich mit diesem ganzen Problem, mit dieser ganzen Destiny-Geschichte auseinandersetzen. Aber sie hat das anscheinend unbewusst gemacht. Aber gut, okay, bevor wir hier weiter rumphilosophieren, würde ich mal sagen, das war's für heute. Das war's mit Final Fantasy 13. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dahin, ciao!